Gemeinsames Treffen der Zimmerer und Dachdecker in Köln. Holzbau Deutschland und BG Bau stärken Arbeitssicherheit. Prefa Schulungstermine für 2018. Holznutzung als Chance für den Klimaschutz. Omega eröffnet neue Produktionsstätte aus Holz. Und damit herzlich willkommen bei Dach und Holz TV. Der Dachdeckerverband sowie der Zimmerer- und Holzbauverband Nordrhein luden Anfang November zu einem branchenübergreifenden Landesverbandstag in Köln ein. Raban Meurer und Johannes Schmitz freuten sich als jeweilige Vorsitzende der Verbände auf ein Familientreffen mit regem Austausch. Für ZVDH-Präsident Dirk Bollberg war das Treffen ein Heimspiel. Er war 15 Jahre an der Spitze des Dachdeckerverbandes Nordrhein tätig. Eine rege Diskussion gab es bei ZVDH-Vizepräsident Michael Zimmermann, der über Feuchteschutz und Schimmel referierte. Weitere Vorträge befassten sich mit den Themen IT-Sicherheit, Wertewandel, nachhaltigem Baum und Zukunftsvisionen. Nach so viel Input konnten die Zimmerer und Dachdecker den Abend mit dem Kabarettisten Jürgen Becker im Senftöpfchen wohlverdient und entspannt ausklingen lassen. Holzbau Deutschland und die BG Bau bieten deutschlandweit Tagesseminare zum Thema Arbeitssicherheit an. Vermittelt werden praxistaugliche Arbeitsmittel und Verfahren, die das Zimmern noch sicherer und wirtschaftlicher machen. Das Angebot richtet sich an alle Zimmerer und Holzbauunternehmen in Deutschland. Noch immer setzen sich viele Zimmerer auf Baustellen unnötigen Risiken aus. Dabei könnten viele Unfallursachen im Zimmererhandwerk durch eine geeignete Organisation und die richtigen Arbeitsmittel deutlich reduziert werden. Für problematische und in der Vergangenheit gar nicht oder nur sehr umständlich zu sichernde Arbeitsplätze hat die Initiative Wir zimmern sicher im Rahmen des runden Tischs Sichere Bauprozesse im Zimmererhandwerk 5 Sofortmaßnahmen entwickelt, die insbesondere die Gefahr eines Absturzunfalls minimieren. Weitere Informationen dazu sowie die nächsten Seminartermine finden Sie unter der eingeblendeten Website. Prefa bietet auch im nächsten Jahr wieder zahlreiche Schulungen für Handwerker an. Dabei lernen die Teilnehmer die korrekte Verarbeitung der Dach- und Fassadenprodukte. Neben den Akademien in Rheinbach und Wasungen bietet Prefa 2018 einen neuen Schulungsstandort in Neu-Ulm an. Weitere Schulungsmöglichkeiten durch eine Kooperation mit der Innung Heizung Sanitär Klempner gibt es in Hamburg. Vom Dachbasistraining bis zum Stehfalls fortgeschrittenen Training, alle Schulungen enthalten sowohl einen theoretischen als auch einen praktischen Teil. Mitte November fand die 23. Weltklimakonferenz in Bonn statt. Die deutsche Säge- und Holzindustrie bekräftigte in diesem Zusammenhang die wichtige Bedeutung von Holz. Lars Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Säge- und Holzindustrie-Bundesverbandes, erklärte, dass eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes verbunden mit einer ressourceneffizienten Holzverwendung der effektivste Weg sei, um das Klima dauerhaft zu schützen. Er plädierte dafür, die Potenziale von Holz konsequent auszuschöpfen und sah die Weltklimakonferenz als Chance, die Bedeutung des Rohstoffs in die Welt zu tragen. Die Schweizer Luxusuhrenmarke Omega hat in Biel eine neue Produktionsstätte eröffnet. Beim Bau des vom Preis gekrönten japanischen Architekten Shigeru Ban entworfenen Meisterwerks wurde nachhaltiges Fichtenholz aus der Schweiz verwendet. Außerdem punktet es mit einem durchdachten Innenklima und umweltfreundlichem Energiekonzept. Das Gebäude umfasst insgesamt 5 Stockwerke und beinhaltet unter anderem ein vollautomatisiertes und feuersicheres Lagersystem. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Adventszeit und freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wiedersehen.